Zwei, eins. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Green Hell mit der Phoenixa. Was hast du mit mir gemacht? Hallo. Was ich habe mir die Liane hinter dir geklaut. Was? Nein! Doch. Na warte. Das hier sind meine. So. Glaubst du Bananen, ja? Nur eine. Okay. Müssen wir was essen? Ja. Schon ein bisschen. Was aber jetzt habe ich vergessen, was ich brauche. Ein bisschen was. Essen. Das Fleisch ist auch bald fertig hier. Hast du die jetzt alle gegessen? Nein, eine. Ach, da waren noch zwei dran, oder was? Anscheinend. So, hier kann man Suppe machen. Habe ich was für Suppe? Eine Made, aber das, nee, das ist ja Quatsch. Wir haben ja Fleisch. Such mal einen Pilz. Lalala, ach, was mache ich denn? Ah! Was? Renn weg, renn weg, renn weg! Das ist Fauchgas, das ist Fauchgas! Aber sehr, sehr laut! Ja! Oh mein Gott! Gott, Gott. Na, das geht ja gut los. Wo ist er? Hä? Ist er wieder hier unten? Oh mein Gott! Wo ist er denn? Ich weiß nicht, ich habe ihn nur fauchen hören. Ich auch. Der ist doch hier links in dem Busch irgendwo gewesen, oder nicht? Er kommt, warte. Ich höre auch was. Ach, hier. Oh Gott. Ich habe ihn getroffen. Wo ist er denn? Hier im Gebüsch. Er kommt gerade jetzt hier rechts wieder raus. Lass gleich ihn mal rankommen erstmal. Nee, der geht hier quer irgendwie. Wo ist er denn jetzt? Ist unser Feuer ausgegangen wegen dem. Hä? Hier, komm doch mal. Der ist wieder ins Wasser gegangen. Nicht, ach da. Na, warte. Die Kaischlechterin. Er ist so kehr zurück. Er ist einfach untergekommen. Ist er jetzt tot? Ja, ich gehe davon aus, dass er nicht wie ein Stein nach unten fällt, wenn er noch am Leben ist. Okay. Ja, aber den können wir jetzt gar nicht looten. Mann. Das ist ja gemein. Alter, wie sie ihn einfach wegsenst. Er hat's nicht anders verdient, der macht uns Angst. Wo sind meine Pfeile? Da ist einer. Da ist der andere. Noch einer? Nö. Ehrlich, du. Das war ja der perfekte Start in die Folge. So. Ach, schön. Vor allem so flupp. Weg. Also wenn ich jetzt mit vielen gerechnet hätte, aber dass du den jetzt so schnell weg auf die Entfernung noch wegballerst. Nee, das ist ja auch nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass der geht. Hast du noch Stöcke? Wofür? Fürs Feuer. Nicht, achso, hier liegen ja noch genug. Ich möchte kurz. Nein, wo waren das? Da, ich sehe sie doch, oder nicht? Mann, 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 ey. Banane? The Return of the Schlechter. Habe ich keine Kartoffeldinger mehr? Banane, Banane, unbekannte Blume, nix. Schade, du hast nicht ein Stück. Ach, hier habe ich die reingesetzt. Ja gut, nee, dann essen wir die eine Kartoffel jetzt. Ich mach hier mal. Was machen wir denn hier? Hast du noch von den Früchten was? Nee, ich habe gar nichts. Bitch! Na, Banane kann ich ja nicht reinsetzen. Könnt erstmal hier so wieder fit machen. Dann mache ich die auseinander, essen wir die nächste Kartoffel. Alter Falter. Ja? Knallt sie ihn erstmal weg hier. Ich weiß es nicht. Ach, ja. So bin ich. Ja, dafür, dass sie hier noch eine Nuss hinbauen. Ja, bau ruhig eine Nuss. Mann, Planter, wie heißt er auf Deutsch?
Ja, du ja. Weißt, wo ist der denn? Ein Blumentopf halt, so einen großen. Einen großen Blumentopf. Kracht sie den Typen da erstmal weg. Ich komme so unfassbar. Der war böse. Der hat uns Angst gemacht. Hier ist es nicht, nicht. Hier wohl? Also so direkt zum Start erstmal. Ja. Bam! Kai, was hast du so gedacht? Ja, jetzt geht das hier nicht wegen den blöden Pflanzen. Geht weg, Pflanzen. So. Das zerstören. Jetzt aber. Oh Mann. Das ist gut. Keine Stücke da. Dann gucken wir mal nach welchen. Doch, hier unten liegen ganz viele. An der Treppe. Ich bin gerade hier. Kann ja ein paar Seile wieder mitbringen. Lalala, Seile. Ich habe hier auf gar keinen Fall Angst, wenn ich im Gebüsch rumtanze. Nee, musst du ja nicht. Du siehst die Eingeborenen ja eh nicht. Ja, jetzt ja vielleicht schon. Stimmt, es gab ja diesen Patch. Ja. Oh, ein Pilz. Da hinten steht eine junge Banane, aber die steht mir irgendwie zu weit weg. Da steht eine junge Banane. Ja. Das ist ja wie bei so einem Wildleben-Beobachter. Ja. Eine junge Banane in ihrer natürlichen Umgebung. Wir müssen uns vorsichtig nähern, um sie nicht zu verschrecken. Hast du keine 5 Minuten in der Folge, schlachtet sie schon den nächsten Kai. Das ist unfassbar. Der hat uns verängstigt, der hat's verdient. Ja, vor allen Dingen, ne, was der sich der traut. Einfach muss sterben. Wir sind da ganz gemütlich am Schlafen und dann wieder aufstehen und so. Der hat sich angeschlichen, während wir geschlafen haben. Mhm, das hat er gemacht. Lalala. Das war schön. Ja. Weil erst so beide am Wegrennen, weißt du? Und dann hat sie gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Ja, mit mir legt sich keiner an. Vor allen Dingen nicht der Kai. Ne. Habe ich noch die Dinger dabei? Ja, habe ich. Müsste mich mal waschen, sonst werde ich hier gleich wieder infiziert vor Dingen. Lalala. Kommt der Stock hier hin? Boing. Hallo Mäuschen. Na gut, geh halt weg. Unser Leben ist so wunderschön. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir wieder hier sind. Ja, ich mich auch. Oh, ich bin schmutzig, ganz doll. Ich auch. Du kleiner Schmutzfink. Hallo. Hallo. Huch, wieso machst du, ha, wenn du vorbeirennst? Weiß nicht. Einmal waschen, bitte. Oh, unser Fleisch müsste fertig sein. Da kann ich mir ja mal was nehmen, ne? Ja, aber nur mit sauberen Fingern. Ich wasch mich ja schon, Mama. Schatz, meine ich. Du kannst mich auch Mama nennen, wenn dir das gefällt. Wer ist deine Mama? Sugar Daddy.
Lecker, lecker, lecker. Komm so, zu Tammel. Daddy, Baby. So. Was brauche ich denn noch? Brauche ich irgendwas? Nix, außer ein bisschen Fett vielleicht, aber. Wie geht's mir denn so? Ja. Obwohl doch, ich esse meine Nuss. Ach ja. Soll ich dir ein Stück Fleisch geben, Daddy? Ich bin sehr, sehr schmutzig. Baby Girl. Baby Girl. Und, oh, da habe ich gleich aus Versehen Escape gedrückt. Vor Schreck. Ja. Ach, ja. So, das Fleisch kann damit hin. Es sieht aus, als hätte ich hier laufen Kackwürste hier hingeworfen. Oh, wir haben so viel zu essen hier drin. Oh, verdorben. Okay, sammeln. Noch verdorben. Verdorben. Sammeln. Ich habe reichlich Maden zum Fischen gleich. Aber wir müssen überhaupt nicht fischen, weil wir so viel noch an Essen hier drin haben. Ist auch verdorben. Aber Fischen macht Spaß. Ja, aber wir können die ja nicht wie Sportfischer wieder reinwerfen. Nee, das stimmt. Maus, Maden. Tu mal hier ein paar Maden zu den Fröschen. Da fühlen die sich wohl und so. So, jetzt hole ich mir erstmal ein Stück Fleisch, weil ich habe mich gerade gewaschen. Fleisch, Fleisch, oh, Baby. Oh, geil. So. Ich glaube, ich lasse die Falle einfach erstmal so. Ich hole die jetzt nicht, mache die nicht wieder auseinander. Ich muss mal ein bisschen was loswerden, dann kann ich dir ein bisschen Bambus wiederholen. Mhm. Nein, stecken! Was habe ich denn noch so hier drin? Pfeile, Verbände, haufenweise Steine. Steine, Steine, Steine hatten wir auch irgendwo reingetan, ne? Die hatten wir immer hier in die Mitte gelegt, aber irgendwie. Ja, die verschwinden aber ja da. Ich tue die mal hier nicht. Ach so, unser Ding ist voll. Ja, hier habe ich Steine reingelegt. Dann tue ich da noch ein paar hin. Ja, passt. Ach ja, Mensch. Das letzte Mal hat sich Kai noch versteckt, ne? Weißt du noch? Aus Angst. Ja, und womit? Mit Recht. Mhm. Denn er wusste, wenn er sich mit der Kai-Schlechterin anlegt, hat er keine Chance. Ja, offensichtlich. Hardcore-Präzisionsschützen. Präzisionsschützen, genau. Ach, hier ist überhaupt kein Wasser drin. Warte mal. Kann ich das bitte da reinstecken? Hä? Kann Wasser. Ich bitte das da reinstecken? Kann ich das bitte da... Wieso kann ich das nicht da reinstecken? Wo willst du das denn reinstecken? Ins Dach. Aber das geht nicht. Dann steckst halt hier rein. Leg's mir auf am Arsch. Ach ja. Gott, oh Gott. Noch ein bisschen Wasser rein. Kann ich es vielleicht von oben reinstecken? Das geht. So, dann machen wir wieder voll mit Frischem und dann kann das durch. So, ach so, warte. Brauchst du gerade irgendwo Seile? Nö, ich hab da oben ein bisschen was draufgesetzt. Aber größtenteils Dächer. Ach, hier fehlte noch was. So. Und dann. Hier fehlt nur so ein Zeug. Was? Mensch, Matsche! Mensch, Matsche? Mensch, Matsche! Dann lege ich dir hier oben ein paar Seile hin. Wenn du dann weiterbaust, dann kannst du sie benutzen, ne? Mhm, danke schön. Die fliegen aber weit. Wieso fliegen die denn da oben? Was ist denn hier los?
Es ist werde Magic is happening. Wir haben noch unser Schlafzimmer noch gar nicht. Nö, wir haben noch gar kein Zimmer. Das stimmt allerdings. Aber bald. Ja, ja. Meinst du, Kai wird jetzt von Piranhas gegessen? Bestimmt. Und er wird bittere Rache schwören. Sein Geist? Mhm. Oha. Aber das ist kein Problem, weil wir haben ja die Meisterschützin. Wo? Dich. Ach so. Meisterpräzisionsschützin. Of the Jungle. Genau. Du bist the Head of the Jungle. Sozusagen. Ja, aber nur mit Kopf ist auch schwierig. Du bist der Headshot of the Jungle. So. Okay. Ja. Während ich hier nicht über diesen Ast laufen kann, weil ich zu doof dafür bin. Pass auf den Puma auf, ja. Oh Gott. Danke für die Info, das habe ich sehr gebraucht. Hast du vergessen, ne? Möchte ich auch wieder vergessen, gerne. Okay, gibt keine Pumas hier. Ach gut, dann ist ja. Ja. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nein, tun wir doch nicht, okay. Hier ist noch ein größeres Bäumchen. Bin wirklich sehr weit gelaufen, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich hier sehr unwohl. In welche Richtung bist du überhaupt gelaufen? Links. Das ist nicht... Ah ja. So, hoffentlich ist hier jetzt niemand gespawnt in der Zeit. Nein, alles gut. Puh. So Vögel, ne? Wenn diese Senkrechtstarter, die sind auch ein bisschen gruselig. Ja, dann können wir hier ein paar Holzscheite reinspeisen. Sag mal, kann es sein, dass es irgendwie schon weniger regnet? Ja, habe ich auch das Gefühl. Wie viele Tage haben wir denn? 29, ja, das geht 30 Tage. Die Trockenzeit beginnt bald. Das ist ja doof, ne? Aber ist kein Problem, solange das rings um uns rum nicht austrocknet, ist alles gut. Das stimmt, ja. Das tut's, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Das wäre nämlich richtig mies. Jetzt sind hier noch ein dicker Stein. Baum. Ach. Du ein dicker Baum? Nö, ne? Du bist ein schmaler Baum. Ich bin kein dicker Baum, nein. Ich bin Udo. So, aber ich werd immer mal verwechselt mit dem dicken Baum. Ja, verstehe ich. Sei du so ein kräftiger Typ. Ja, genau. Vor allen Dingen um den Bauch rum. Da sitzen bei mir die ganzen Muskeln. Und die sind vielleicht... groß. Ja. Genau, das wollte ich sagen. Gib mir die Zwiebel. Danke. Eine Zwiebel für den Udo, weil der Udo gerne Zwiebeln isst. Ja. Davon ab, dass der Udo, glaube ich, alles gern isst. Meinst du? Ja. Das habe ich in unserem Dschungel-Abenteuer gelernt. Dem Udo schmeckt alles. Oh, ich hab was. Huch. Ihr bewegt euch ganz komisch, ihr komischen Wasserschweine. So. Geht hier lang? Weiß nicht. Geht wieder da lang. Wir brauchen so viele Lehmziegel wie nur möglich. Na, Schildi?
Schildi. Schildi, Schildi, Schildi. Du keine Sorge, so sie wird. Nein. So lecker bist du. Schildi, lauf. Ja, jetzt kann ich doch hier eine Nuss einpflanzen, ne? Zack. So. Ach, ich brauch das noch wieder ein Ziegelstein. Noch mehr Lehm. Der Leguan hat gerade mit dem Schwanz gewedelt. Ja, das macht der Udo auch mal, wenn der dich sieht. Das hoffe ich. Hier noch Stockplatz. Kleide. Ein paar. Nee, da passen nicht. Große. Passen auch wieder welche. Ich freue mich so auf das Story-Update. Irgendwie hoffe ich ein bisschen, wir müssen dann neu anfangen, weil wir könnten dann vielleicht so ohne gefährliche Gegner und sowas. Hm? Das stimmt. Also nur so die ganz gefährlichen, nicht alle natürlich. Ja, das stimmt. Und zwar nicht, aber ist egal, das können wir ja erzählen. Mhm. Jetzt habe ich meinen eigenen Lebenberg eingerissen. Naja. Molinera. Sollte mich jetzt wirklich mal untersuchen. Ich habe das Gefühl, man kann nicht schmutziger als 5 werden. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Bist du etwa so schmutzig? Ja, da steht eine 5. Aber ich habe das Gefühl, ich werde nicht schmutziger. Ja, ist doch schön. Ist das... das dann irgendwann ein Ende hat. Ja, so. Ich finde das auch gut. Zumal ich ja immer weitermache, weißt du? So, ich habe jetzt hier, fange ich jetzt eine Tabak, eine Kiste mit Verbänden an. So, das wollte ich sagen. Also wer es sehen will, wie man wirklich was Spannendes macht, der geht zu Pseudonyma gucken. Wieso? Ich finde das voll spannend, dass du austestest, wie dreckig man werden kann. Ich bin immer noch bei 5. Und ich sage dir... Ich stelle jetzt haufenweise... Ach nee, das... Nee, warte, das sollte ich nicht machen. Ich lege hier auch noch Nadeln rein, ne? So. Ja. So, jetzt matsch ich wieder rum. Ich glaube wirklich, das geht nicht. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Ich grad... Egal, brauche ich eh nicht, sonst greift er hier nichts an. Hast du schon meinen Matschberg gesehen? Matschbanana! Twikidlili! Ich weiß nicht, wie das jetzt geht. Oh, der ist ja schön. Ne? Der ist wirklich sehr schön. Das sieht ein bisschen aus wie das eine Monster in the Forest. Ich hoffe, die fangen nicht gleich an zu leben. Das stimmt. So, ich werde jetzt einfach mal hier mit gießen. Das soll gerade nichts anderes. So. Nee, also mehr als 5 geht nicht. Tatsächlich. Okay, das ist ja gut zu wissen. Ja, ja, kann man immer mal brauchen für die Zukunft. Also Kinder, was haben wir gelernt? Wenn ihr an einem bestimmten Punkt schmutzig seid, dann könnt ihr nicht schmutziger werden. Tja. Irgendwann ist halt Ende. Oh, ich habe keine Lagerfeuerasche mehr, die ich hier reinstecken könnte. Flupp. Dann ich habe, glaube ich, noch welche. Warte mal. Ich brauche nur einmal zum Reinstecken. Ja, ja. Warte, ich komme und steck dir die Lagerasche rein. Ja, steck sie mir rein. Ich wasche mich dabei mal. So zur Abwechslung. Hab ich gemacht. Danke. Mein Gott, man muss sie aber echt oft waschen hier. Nur wenn man echt oft dreckig wird. Vor allem, was mache ich? Nehme als nächstes gleich wieder Matsche in die Hand, weißt du? La la la. Ist ja nur, dass du nicht zu lange dreckig bleibst. Ja, ja, nee, war ich nicht. Huch, da wollte ich nicht hin. Oh, ich hab, so. Das ist der schönste Matschberg, den ich jemals
selber gebaut habe. Einer geht noch. Einer. Hast du als Kind nicht noch schönere gebaut? Nein. Der Udo hat als Kind nie mit Matsch gespielt. Ich habe nichts gemacht. Mhm. Wenn die Schildkröte jetzt aus Versehen gestorben wäre, dann hätte sie doch essen dürfen, oder? Ich war direkt hinter dir. Die ist ja nur, das ist mir ja aus der Hand gerutscht, nur. Mhm. Ja. Ich würde doch niemals so einer armen kleinen Schildkröte irgendwas tun. Du kennst mich doch. Guck mal! Jetzt schwebt der. Jetzt nicht mehr. Na gut. Die Schildkröte wollte helfen. Und dann hat sich sie anders überlegt. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber was meinst du denn? Ich muss dich im Auge behalten. Das tut doch weh. Ich küsse dein Auge, Bruder. Das tut, glaube ich, auch weh. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das gibt ganz schlimme Infektionen. Ja. Diese Unordnung hier, das ist ja furchtbar. Jetzt nicht mehr, jetzt geht's wieder. So, warte, ich muss erst so ganz. So. Hey! Nicht am Essen hier mit der Matsche, ja? Ich muss dich im Auge behalten. Huch! Ich habe gar keins genommen. Was habe ich denn dann genommen? Weiß nicht. Aber ich bin Tierschütze. Und ich werde dich im Auge behalten. Du bist Tierschütze? Ich auch. Hedda-bop. Hummel, stupid piece of shit. Hä, wer jammert denn jetzt? Du hast gejammert. Aber warum? Keine Ahnung. Hm. Ich mache noch ein paar Verbände. Das ist, kann man immer sehr gut mit so dreckigen Händen machen. Ja, ja. Die helfen besser. Ja, Dreck reinigt den Magen. Also wenn wir, der reinigt ja bestimmt dann auch die Haut und sowas. Ja, ja. Die Wunde wird damit gereinigt, auf jeden Fall. Ja. So läuft das. Denke ich mir. Mhm. Wo? Was denn? Warum kamst du auf einmal so direkt hinter mir angeschlendert? Das magst du doch besonders. Ja, aber es hat mich kurzzeitig irritiert. Nicht rest. Nee, nix resten. Du musst dir die Hände waschen. Das ist aus wie Sau. Hm. Ja, du auch. Brauchst gar nicht damit auch. Ah, wo? Was? Hilfe! Was ist passiert? Krokodil. Was? Das ist Bruder von... Wo? Uli. Oh Gott, im Wasser. Ich wollte mich gerade waschen. Der schwimmt jetzt weg. Na, warte. Hä, zwei Krokodile in einer Folge? Der schwimmt da hinten im Wasser rum. Ich treffe ihn aber nicht. Oh, du atmest aber schwer jetzt. Der ist ja hinten im Wasser. Der guckt den Kopf raus. Jetzt kommt er raus. Ah. Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. Der kommt Darf wieder her. Darf ich mich jetzt waschen, bitte? Nee, der kommt wieder her. Ich muss mich waschen. Der kommt wieder her, der ist direkt auf dem Weg zu dir. Warum? Ich muss mich da nur waschen. Da ist er. Bei den Seerosenblättern da. Siehst du? Der verarscht dich, ja. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite. Hahaha. Der hüpft? Der hüpft im Wasser rum. Ja, kannst du mal sehen, der ist sportlich. Müsste mich wirklich mal waschen. Wo ist er denn jetzt? Sehen nicht. Ich glaube, wir sollten uns. Da hinten an Land.
sollten uns dann irgendwann mal überlegen, ob wir nicht auf der ersten Etage schon mal so zumindest so ein paar Betten hinlegen wollen. Weißt du, dass wir nicht so hier unten schlafen. Ich gehe mich jetzt waschen. Ja, er ist noch an Land. Das sind zwei. Was? Oh mein Gott, das sind zwei. Und einer kommt jetzt ins Wasser. Vermehren die sich? Oder was? Wir töten die doch immer. Ich weiß, es sind auf jeden Fall zwei. Einer ist im Wasser und einer an Land. Der andere geht jetzt ins Wasser. Das sind zwei, verfickt. Wir sollten wirklich langsam anfangen, uns hier oben vielleicht doch ein bisschen einzurichten. Okay. Ich schlafe jetzt einfach hier eine halbe Stunde. Wir haben ja Nadeln, falls wir was kriegen. Ja, warte, dann schlafe ich auch mit. Wie schläft man auf dem Boden? C gedrückt halten und dann schlafen. Ach so. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, lass doch einfach. Nur so zwei Stündchen, oder? So, jetzt stopp. Oh, ich hab was. Ich auch. Bestimmt jetzt so ein Ding, ne? Ich habe gerade all meine Nadeln weggelegt. Naja. Ich habe alle Nadeln da unten. Ich habe genug. Ach so, nee, ja, doch, ich habe genug. Ich habe nur keine Verbände. Die sind auch da unten. Das ist ja gut. Aber warte, ich kann dir schon mal eine Nadel geben. Oder komm mal her, vielleicht kann ich das machen. Ich hab auch Verbände. Ich wollte gucken, ob ich das machen kann. Ach so, ja, ich habe die Nadel ja nur bei mir reingesteckt. Also, Rucksack. Nee, ich kann das, glaube ich, nicht machen. Warte, vielleicht, wenn ich es dir zeige? Zeig mal. Da! Da tut's weh, Mama. Da. Hab Kuss gegeben, hat nicht geholfen. Aber doch, nicht dahin. Warte, ach so, ein Verband, ne? Ja. Warte, ich habe hier einen hingeworfen vor mir. Eklig, ne? So. Danke. Bitte. Wir sollten vielleicht jetzt, bis der Verband gewirkt hat, nicht mehr kurz Dreck anfassen. Ja, stimmt. Können wir schon ein ordentliches Bett bauen? Nee, ne? Nur diese blöden. Ich trau mich nicht runter. Ja, warte mal kurz. Lass uns doch mal gucken. Aber ich hab Durst. Ach, die sind da drüben. Siehst du sie? Da. Der krabbelt da drüben rum. Nee, ich guck grad nach dem Bett. Warte. Ja, ich weiß, dass du Durst hast. Wir gehen auch schnell mal was trinken. Bring Blätter mit, wenn du welche findest. Oh, ich hab schon wieder irgendwas. Wo sollen wir das denn hinsetzen? Hier so? Warte, ich komme mal wieder hoch. Ich habe nämlich hier ist schon so eine Halswand. Ja. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Wir könnten eins links, eins rechts vielleicht. So. Huch, nee, das ist ein Igel. Na gut. Boah, der tat dir aber weh. Mhm. Eins da und ich eins auf der anderen Seite. Ich hasse Igel. Ja. Die sind ekelig. Ja. Und weißt du, was wir tun sollten? Die Folge beenden. Habe ich das zu nah an die Wand gemacht? Nee, ne? Müsste gehen. Dann wär's jetzt? Jetzt die Folge beenden? Ja. Wo sind die Kais? Ich weiß nicht. Doch, da drüben an Land. Die korpulieren. Mhm. Die machen Babys. Hört auf, Babys zu machen. Hä? Keine Pfeile mehr? Sie haben alle verdrossen? Ich muss neue Pfeile machen. Die sind alle im Wasser. Zwei Verbände. Wer ist im Wasser? Die Pfeile. So. Oh Gott. Wie still wir jetzt gerade sind, ne? Ja, weil wir Angst haben. Ich habe gedacht, da kommt immer nur einer, weißt du? Und wenn der weg ist, ist der weg. Und dann haben wir erstmal Ruhe und so. Wäre schön, ne? Ja, ich gut, gedacht, dann dass die im Grüppchen auftreten, die kleinen Luder. Ja, zwei Stück, weißt du? Ist um einer nicht schon schwierig genug wäre.
Sollen wir vielleicht dann jetzt die Folge auch beenden, oder? Ach so, ja, ja. So. Oder noch nicht? Nee, so. Nee, können wir schon machen, so. Ja? Ja, okay. Ja. Dann, tschüss, ne? Tschüss.